über die jetzt Erklärung am Wort sind Ihnen bekannt als der Klubobmann der SPÖ, Andreas Schieder. Magister Andreas Schieder, ich erteile es Ihnen. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundeskanzler, Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Die Terroranschläge in Paris waren ein schwerer Schock und nicht nur ein schwerer Schock, weil Menschen umgekommen sind, weil Chaos und Verunsicherung in Paris geherrscht hat, sondern auch, weil es ein Anschlag auf das fundamentale Wertefundament unserer offenen Gesellschaft war. Die Kundgebungen und die symbolischen Gesten und Versammlungen des Gedenkens in Paris, an anderen Orten, zum Beispiel auch durch die Zivilgesellschaft in Istanbul, aber auch in Wien, waren wichtig für die Opfer, aber auch für uns alle, weil Betroffenheit, Mitgefühl und Solidarität zum Ausdruck zu bringen in diesen Stunden so besonders wichtig war. Und in dem Zusammenhang gilt es auch herauszustreichen, dass die getöteten Menschen in Frankreich Opfer wurden. Opfer wurden, weil sie Journalisten waren und Karikaturisten waren und auf Meinungs- und Pressefreiheit vertraut haben und diese gelebt haben. Sie wurden Opfer, weil sie Polizistinnen und Polizisten waren, die ihrer Aufgabe nachgekommen sind, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit zu verteidigen. Und sie wurden auch Opfer, weil sie Juden waren. Es war ein gezielter Angriff auf Menschenrechte und unsere moderne Gesellschaft. Und während in grausamen Stunden des Terrors gleichzeitig, und das habe ich auch sehr bewegend gefunden, auch Menschlichkeit und Solidarität gelebt wurde, nämlich dass in einem koscheren Supermarkt unter der Gefährdung des eigenen Lebens ein muslimischer Angestellter jüdische Kundinnen und Kunden in Sicherheit gebracht hat, so hat dieser Moment des Schreckens, des Terrors auch gleichzeitig wieder einen Helden der Solidarität und der Menschlichkeit, diesen Lassana Bathily. Und ich halte es auch wichtig, diese heutige Aussprache hier im Parlament zu haben, weil das Parlament ist das Haus der Demokratie und Demokratie heißt auch die Kultur des Dissens und des Streitens zu leben und zu gemeinsamen Beschlüssen zu führen. Das Haus ist auch das Parlament, ist der Ort der Dialektik des politischen Alltags und deswegen steht es Ihnen zu, dass Sie diese Tafeln während meiner Rede auch hochhalten, dass Sie Zwischenrufe stetigen. Ich halte es nur nicht für geschmackvoll und angebracht. Gerade in der heutigen Zeit dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Werte und Prinzipien wie Freiheit, Demokratie, pluralistische und offene und säkulare Gesellschaft durch Terror bedroht werden. Und wir müssen uns alle, jeder Einzelne hier und draußen in der Gesellschaft klar sein, wir selber haben es in der Hand durch das, was wir leben. Die Antwort auf Hass, Gewalt und Terror muss Solidarität und Menschlichkeit sein, sowie bedingungslose und unerschütterliche Verteidigung von Offenheit, Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Das gilt für die Abwehr von jeglichem Terror. Das gilt für den rechtsradikalisierten, motivierten Terror, wie er zum Beispiel 2001 in Norwegen durch den rechtsextremen und islamfeindlichen Norweger Anders Breivik gemacht wurde. Das gilt für den islamistischen Terror, wie bei den Anschlägen in Paris. Das gilt für den Fundamentalismus wie ISIS, Boko Haram, in Nigeria, Al-Qaida und wie sie alle heißen. Das gilt auch für die vielen Anschläge auf Tempeln, Moscheen und für die rassistischen Schmierereien und Aufmärsche, die wir leider auch in diesen Tagen erleben. Und es galt auch schon vor 26 Jahren, als gegen Salman Rushdie dafür, dass er ein Buch geschrieben hat, eine Fatwa ausgesprochen wurde und 1 Million Kopfgeld ausgesetzt worden. Es steckt immer das gleiche Prinzip, nämlich der Ablehnung von Freiheit, Demokratie und einer offenen Gesellschaft dahinter. Und daher dürfen wir auch nicht zuschauen, wenn unsere Freiheit zerstört wird. Die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit und die Freiheit wird dann siegen, wenn die Antwort auf Hass Solidarität ist, wenn die Antwort auf Gewalt Rechtsstaatlichkeit ist, wenn die Antwort auf
die allen diese Vorkommnisse nicht die Einschränkung von unseren Freiheitsrechten ist, wenn die Antwort auf religiösen Fundamentalismus eine säkulare Gesellschaft und ein säkularer Staat ist, wenn die Antwort auf Ausgrenzung Integration ist und wenn die Antwort auf Dummheit eine bessere Bildung ist. Jens Stoltenberg hat 2011 als Antwort auf das Breivik-Massaker gesagt, unsere Antwort auf Gewalt ist noch mehr Demokratie, ist noch mehr Menschlichkeit, aber es ist nicht noch mehr Naivität. Und in diesem Sinne gilt auch, keine Toleranz für Intoleranz. Auch klare Worte von Andreas Schieder. Antwort auf Hass müsse Solidarität sein. Die Antwort auf Dummheit müsse eine bessere Bildung sein. Wir dürfen nicht zuschauen, wenn unsere Freiheit zerstört werde.